Eine historische Woche für die Republik. Sonntagnacht verkündete FDP-Chef Christian Lindner das Aus seiner Partei bei den Jamaika-Verhandlungen und stürzte Deutschland so in eine Regierungskrise. Alle fragen sich seitdem, wie geht's eigentlich weiter? Kommt jetzt doch eine GroKo, eine Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen? Spekuliert wird genauso über den Grund der FDP für den Ausstieg. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem heutigen Gast. Denn er war Mitglied im sechsköpfigen Kernsondierungsteam der FDP und hat somit alles aus erster Hand miterlebt. Hallo, hallo, ich grüße Sie. Marco Buschmann. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir sind hier in der FDP-Zentrale und starten jetzt in Ihre Wohnung in Berlin. Laufen mal ein bisschen, das Wetter gibt es noch her. Ja. Ja, meine Einstiegsfrage natürlich, das Thema der Woche. Die FDP will jetzt doch nicht mitregieren, nicht in einer Jamaika-Koalition. Opposition ist Mist, dachte ich. Doch nicht ganz so? Naja, also wenn man regieren möchte, dann will man ja das Land in die richtige Richtung bewegen. Man will ja einen Fortschritt erzielen. Und wir haben halt mit CDU und Grünen zusammengesessen. Und es war eben nach 4 Wochen, wo wir hin und her verhandelt haben, schon so, dass wir den Eindruck hatten, mit der Union, da ginge was. Aber insbesondere die Unterschiede auch zu den Grünen waren so groß, die hatten so fundamental andere Vorstellungen, in welche Richtung es gehen sollte, dass wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Und das, was am Schluss, an dem Sonntag, dann auf dem Tisch lag, das haben wir einfach für inhaltlich falsch gehalten. Und dann haben wir gesagt, das ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wobei die anderen Parteien das ja auch Sonntagnacht noch in der Pressekonferenz so aussehen lassen haben, als wäre man kurz vor dem Durchbruch gestanden. So hieß es. Und die FDP hat in letzter Minute den Stecker gezogen. Ja, ach, schauen sich die Fakten an. Keiner bestreitet ja, dass bis zum Schluss ein Papier mit über 60 Seiten auf dem Tisch lag mit 237 ungeklärten Konflikten. Das sind diese berühmten eckigen Klammern. 237. Und wissen Sie, wir haben am Schluss wirklich drum gekämpft, dass man noch irgendwas hinbekommt. Wir haben ja selber sogar den Vorschlag gemacht, jetzt nehmen wir mal dieses Dokument des Misstrauens, der Dissense, legen wir es mal beiseite. Haben noch mal gesagt, lasst uns noch mal über die ganz großen Big Points sprechen. Geht da irgendwas? Bekommen wir da was hin bei den Themen, die für alle 4 Parteien wirklich zur Identität gehören? Und dann gab es zwischenzeitlich sogar eine Phase, wo wir gedacht haben, Mensch, durch dieses geänderte Verfahren, das man vielleicht schon von Anfang an hätte so betreiben sollen, da bewegt sich jetzt noch was. Aber am Schluss hat es sich so verhärtet und es lagen Vorschläge auf dem Tisch, in denen sich überhaupt keine Handschrift der FDP mehr wiedergefunden hat. Und da haben dann gesagt, also nachdem wir Donnerstag das Ziel nach Woche nicht erreicht haben, Freitag nicht erreicht haben, Samstag nicht erreicht haben, Sonntag bis 18 Uhr das nicht erreicht haben und dann immer noch hin und her verhandelt haben, da haben wir irgendwann gesagt, Freunde, in Wahrheit merken wir doch eins, das passt nicht zusammen. Wie schwer ist dann letztendlich diese Entscheidung gefallen, zu sagen, okay, wir als FDP gehen jetzt raus und verkünden das aus, verkünden unseren Ausstieg? Können Sie diese Minuten mal schildern, wie man da zusammensaß und wie man noch mal mit sich gerungen hat? Können wir das wirklich machen, jetzt die Verantwortung so auf uns zu nehmen, alleine auf uns zu nehmen? Es war ja wahrscheinlich allen Beteiligten klar, wie die Reaktionen teilweise ausfallen würden. Also was ist da passiert in den letzten Minuten vor dieser Entscheidung? Also es ist ja so, man muss ja immer mit allen Varianten ein Stück weit rechnen. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, die Chancen sind bei 50 zu 50. Und wir haben wirklich darum gekämpft, dass sich die positiven 50% realisieren. Dann sind wir im Laufe des Sonntags, vormittags sehr skeptisch gewesen. Sie erinnern sich, in der Bild am Sonntag hatte Jürgen Trittin ein Interview gegeben, wo er selber gesagt hat, es bewegt sich doch immer weiter auseinander. Die Konflikte werden immer größer, die Dissense werden immer größer. Also er selber hat das noch gesagt. Hat dann auch ein paar unfreundliche Worte in unsere Richtung gesagt, sodass wir uns gefragt haben, also Mensch, wenn die der Meinung sind, es geht immer weiter auseinander und uns auch vielleicht in Wahrheit gar nicht vertrauen wollen, bringt das dann auch was? Dann haben wir gesagt, doch, wir machen weiter, wir machen jetzt mal einen Verfahrensvorschlag, also dieses Big Point-Verfahren. Und dann um 21.47 Uhr habe ich es mir aufgeschrieben, also ich habe dicht protokolliert an dem Tag. Sie haben Protokoll geführt, okay. Damit man auch sozusagen auch sich nicht hinter so Illusionen hingibt. Wissen Sie, ich nehme das Leuten aus anderen Parteien auch gar nicht übel. Wir wissen, dass das Gedächtnis eben nicht eine Fotografie ist, die langsam verblasst, sondern im Nachhinein dichtet man sich gerne auch was zurecht. Und
dem unterliege ich natürlich auch und deshalb habe ich sehr dicht Protokoll geführt. Und um 21.47 Uhr hat uns Christian Lindner dann eben geschildert, wie die Lage war. Und dann haben wir sehr lange diskutiert, haben natürlich auch gewusst, dass uns da keine Welle der Sympathie entgegenschlägt. Aber wissen Sie, es gibt immer wieder Momente, ja, im Leben und auch übrigens in der Geschichte der FDP immer wieder Momente, wo die FDP gesagt hat, wir müssen jetzt das tun, was wir für richtig halten und nicht das, was den Popularitätspreis gewinnt. War das eine geschlossene Entscheidung? Also haben da alle in dem Raum gesagt, ja, wir müssen aussteigen? Ja. Wie viele saßen da in dem Raum? Also es werden so um die 10 gewesen sein. Ich müsste jetzt noch mal, wir haben den Fotobeweis gemacht, okay. Also damit man weiß, wer dabei ist. Aber es waren so um die 10 Leute, da waren allerdings auch Mitarbeiter dabei. Und das heißt, alle haben dann gesagt, es geht nicht mehr weiter, weil? Naja, weil wir jetzt seit Wochen verhandelt haben. Wir haben auf dem Freitag verlängert. Da haben wir dann ja auch noch mal mit der Bundeskanzlerin gesprochen, haben da auch noch mal über Verfahrensfragen gesprochen, ob das alles so funktionieren kann. Wir haben am Samstag weitergemacht, am Sonntag weitergemacht und dann merkt man doch irgendwann, es passt einfach nicht. In der, sagen wir mal, Europapolitik wollen die einen weniger finanzielle Eigenverantwortung für die Staaten. Wir wollten mehr finanzielle Eigenverantwortung für die Staaten. Das stand entgegen. In der Energiepolitik wollten wir mehr Marktwirtschaft und mehr Offenheit, mehr Technologieoffenheit. Die anderen wollten eben mit dem Instrumentarium des EEG weiterarbeiten und feste Vorgaben machen. Und so können Sie jeden Punkt durchgehen. Das ist ja auch alles bekannt. Stand entgegen. Ja. Aber Politik ist doch auch, dass man Kompromisse macht. Und jede Partei hat ja eine staatspolitische Verantwortung. Und de facto wird jetzt die SPD, die SPD gezwungen, in eine GroKo zu gehen. Ja, und hätten wir uns zwingen lassen sollen, in eine Koalition zu gehen, wo wir auch die Dinge für falsch halten. Außerdem wollte ja die SPD uns in diese Jamaika-Koalition zwingen. Sie erinnern sich am Wahlabend, da waren noch keine paar Minuten bekannt, was das Wahlergebnis ist, hat sich die SPD in die Büsche geschlagen. Oh. Also sehen Sie jetzt, Vorsicht, sehen Sie jetzt die SPD mehr in der Pflicht als die FDP? Ja, es ist doch klar, die SPD hat vorher mit der CDU regiert, die waren schon dicht beieinander. Für die ist der Weg viel kürzer, weil sie es einfach schon zweimal gemacht haben, als der Weg für uns in eine Jamaika-Koalition, wo die Kompromissbildung immer so hätte aussehen sollen, passen Sie auf, da kommt eine Straßenbahn. Ja, wo die Kompromissbildung hätte so aussehen sollen, die FDP soll sich mal mit ihren Vorstellungen und Überzeugungen nicht so haben. Wir machen da jetzt was aus und das geht so eben nicht. Ich bin sehr dafür, dass man Kompromisse bildet, aber Kompromisse heißt ja immer, dass sich alle Partner im Gesamtkompromiss an irgendeiner Stelle wirklich wiederfinden. Aber nochmal, man hat doch Wahlkampf gemacht, um eben für seine Trendwenden zu kämpfen und die Politik in Deutschland zu ändern. Was man jetzt womöglich bekommt, sind ja 4 weitere Jahre. Wo lang müssen wir da lang? Da lang, genau. 4 weitere Jahre GroKo. Also genau das, was man ja eigentlich jetzt bekämpft hat und was man ablösen wollte. Ja, aber es geht ja nicht darum, wer einen Ministerposten oder einen Dienstwagen bekommt. Es geht ja nicht darum, einfach nur Namen auszutauschen, sondern es geht ja um eine andere Politik. Und wenn man feststellt, dass die andere Politik, für die man Wahlkampf gemacht hat, für die einen die Leute ja auch unterstützt haben, die haben auch eine Erwartungshaltung an uns, dass die nicht möglich gewesen wäre, sondern dass sich auf mehreren Feldern es sogar hätte in die falsche Richtung bewegen sollen, dann muss man doch sagen, das können wir doch nicht machen. Also wissen Sie, die Leute wählen ja Parteien, weil sie Politik in eine bestimmte Richtung verändern wollen. Wenn Sie dann feststellen, wir können wählen, was wir wollen, es geht immer in die Richtung, die wir nicht für richtig halten, dann verzweifeln die doch irgendwann, dann werden die doch frustriert und dann werden doch die Ränder gestärkt. Und deshalb finde ich, ist die staatspolitische Verantwortung zum Kompromiss, die ist richtig. Aber es gibt auch eine staatspolitische, eine demokratiepolitische Verantwortung für sowas wie Wahrhaftigkeit und auch Berechenbarkeit. Und wenn die Menschen den Eindruck bekommen, dass das nichts mehr zählt, dann sagen die, also wo ist denn unser Einfluss hin? Wir haben da etwas gewählt und jetzt gibt es da eine Mehrheit. Und wenn die FDP jetzt mitgemacht hätte und es wäre in die falsche Richtung gegangen, dann fragen sie sich, wofür haben wir die eigentlich gewählt? Das wäre umgekehrt übrigens genauso gewesen, ne? Wenn die Grünen Kompromisse gemacht hätten, in denen sie sich überhaupt nicht wiedergefunden hätten, dann hätten die auch irgendwann gesagt, das funktioniert so nicht. Aber jetzt Hand aufs Herz, die FDP wollte von Anfang an wirklich, hat sich
sagen wir mal, 100% zumindest mal diese Aufgabe gestellt, an einer Jamaika-Koalition zu arbeiten und zu verhandeln? Also man wollte das wirklich zum Erfolg bringen oder hat man, war die Skepsis schon am Anfang so ausgeprägt, dass man gesagt hat, wir gucken uns das jetzt mal an, aber vermutlich eher mit negativem Ausgang. Wie ist man reingegangen? Es war genauso, wie wir es von Anfang an gesagt haben. Die Chancen liegen bei 50-50. Und wir haben natürlich verhandelt, um die positiven 50% zu realisieren. Wissen Sie, das ist ja auch, es macht ja auch alles keinen Spaß. Man sitzt da über Wochen eingeschlossen in dem Raum, verhandelt da zum Teil tief in die Nacht, dann geht es immer hin und her. Also wenn man da nicht wirklich dran glaubt, dass man da was bewegen kann, dann macht man das so nicht. Also wie viele Interviews und Kompromissangebote auch über Interviews gab es. Ich habe selber Artikel geschrieben, wo ich mal gesagt habe, Mensch, Jamaika, wenn wir mal feststellen, das ist eine lagerübergreifende Konstellation, dann wäre doch da eine Riesenchance, wenn man das mal aus den Schützengräben rauskommt, dass so Konflikte, die zwischen den Lagern liegen geblieben sind, dass man die jetzt mal lösen kann. Also wir haben wirklich immer wieder Vorschläge und Impulse reingebracht, bis auch am letzten Tag, an dem Sonntag, wo wir ja selber auch nochmal ein neues Verhandlungsverfahren vorgeschlagen haben, um den kurdischen Knoten zu zerschlagen. Aber mehr kann man dann irgendwann nicht machen. Irgendwann stellt man dann eben fest, wir haben versucht, die Wahrscheinlichkeit von 50 zu erhöhen auf dann irgendwann im Idealfall 100. Aber es hat sich zu wenig bewegt. Und jetzt nochmal, ein Herr Kubicki beispielsweise hat ja auch immer mal wieder in den letzten Tagen Alarm geschlagen. Ein Hurrikan zieht auf über Jamaika. Also es gab schon so Anzeichen, dass es womöglich doch... Seite wechseln. Doch scheitern könnte. Wann war intern so der Punkt erreicht, wo man mal gesagt hat, womöglich müssen wir das Ganze abbrechen? War das schon vor der langen Nacht der Messe, also vor Donnerstagnacht, oder war es danach, oder war es dann erst, hat sich es erst an diesem letzten Wochenende entwickelt? Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren einige von uns natürlich schon sehr skeptisch, weil man gesehen hat, Mensch, da ist jetzt dieses Papier mit den 237 Konflikten und jetzt haben wir schon deutlich länger gemacht, als wir wollten und es wird eigentlich irgendwie von den Konflikten immer mehr. Das ist ja auch nicht nur unsere Einschätzung. Wie gesagt, in der Bild am Sonntag war am Sonntagmorgen von Jürgen Trittin zu lesen, der sagte, die Dissense werden eigentlich immer größer, die Unterschiede werden größer. Also das war nicht nur unser Eindruck. Das ist schwierig, weil dann hat ja... Wobei die sich ja offenbar bewegt haben am Sonntag, wenn man kurz vor Mitternacht vor dem großen Durchbruch gestanden hat. Wie soll der eigentlich ausgesehen haben? Also der Bericht, den wir bekommen haben, war, dass man sich beim Familiennachzug noch nicht geeinigt hat. Das behauptet ja auch keiner was anderes. Es wird immer gesagt, da war was zum Greifen nah. Was soll denn dieses zum Greifen nah gewesen sein? Also es heißt ja, es gab keine Lösung. Bei diesem 200.000er Richtwert war völlig unklar, was das eigentlich bedeutet. Die CSU hat gesagt, vermutlich, ja, das ist sowas wie unsere Obergrenze, würde ich auch sagen, wenn ich die wären. Die Grünen haben gesagt, nein, das ist also etwas, was gewissermaßen Spielraum öffnet und vielleicht sogar ein Zielwert ist. Also selbst bei den Dingen, wo auf dem Papier das erstmal so ausschaut, als ob man ganz nah beieinander war, wusste man eigentlich gar nicht so richtig, wie die unterschiedlichen Parteien das interpretieren, was man da aufgeschrieben hat. Und es war ja nicht das einzige Thema. Schauen Sie, wir haben ja sogar angeregt, dass Grüne und Union zu zweit über das Thema Migration sprechen, damit es nicht heißt, die FDP würde da irgendwelche Kompromisse stören. Ist es richtig, dass die FDP die CSU noch rechts überholt hat, wie das so komportiert wurde? Ja, also am Sonntag schon mal gleich gar nicht. Das ist eine Geschichte, die wird erzählt, ich glaube, über Donnerstagnacht. Und deshalb haben wir ja, als wir das gesehen haben oder das mitbekommen haben, ja den Vorschlag gemacht, also wenn wir jetzt hier diejenigen sind, die euch hier irgendwie bei der Kompromissbildung stören, dann sprecht ihr doch mal zu zweit zusammen. Das muss so am Sonntag gegen 18 Uhr oder so gewesen sein. Nageln Sie mich jetzt nicht auf die Minute fest. Und dann haben die zusammengesessen und dann war das Ergebnis aber auch, es gibt keine Lösung. So, und dann hat man noch mal, ich glaube so ab 19.30 Uhr, haben dann noch mal die Verhandlungsführer sich zusammengesetzt und haben noch mal alles zusammengetragen, was aus ihren Gruppen, was in ihren Gruppen besprochen worden ist. Und dann war eben das, was auf dem Tisch lag, eben keine Lösung. Da gab es keine Lösung bei dieser Frage und bei vielen anderen Fragen auch. Also auch in der Energie, bei der Entlastung, bei der Entbürokratisierung, bei der
Steuererleichterung. Viele, viele offene Punkte. Es hört sich wirklich so an, als sei man sich eigentlich in den meisten großen Themen jetzt nicht so entscheidend näher gekommen. Ist das eigentlich ein Misserfolg der Kanzlerin, der Verhandlungsführerin? Ach Gott, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, der Kanzlerin Noten zu erteilen. Sie hat den Regierungsbildungsauftrag, das hat in der Konstellation jetzt nicht geklappt und jetzt probiert sie die nächste Konstellation. Und das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, ihr Haltungsnoten zu geben. Was ich sagen kann, ist, dass wir von Anfang an diese Art und Weise, ne, mit diesen riesigen Runden, die es da gab, 50 Leute treffen zusammen, jeder erzählt dann sozusagen seine Lieblingsthemen und dann wird die Liste der Themen immer, immer größer und man hat aber kein Format, um die Themen auch mal zu entscheiden. Das hätten wir, wenn wir es hätten alleine bestimmen können, anders gemacht, aber jeder hat so seinen Stil und das ist halt ihrer. Ich würde jetzt noch mal gerne einmal zurück in diese Nacht am Sonntag, kurz vor Mitternacht. Können Sie das noch mal beschreiben? Also man saß da zusammen im Kreis und hat dann sich angeguckt und gesagt, es geht nicht mehr. Was ist das für eine Stimmung? Was bewegt einen da als Politiker? Mhm. Wie schwer fällt es dann auch so, eine Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, ja, man geht da raus und bricht das Ganze ab und enttäuscht damit sicherlich auch viele. Naja, es war, ist natürlich schon ein gewisses Wechselbad der Gefühle, gehen Sie mal vor. Weil einerseits ist man sich sicher, in der Sache ist es das Richtige, aber uns war natürlich klar, dass anschließend, ich will mal so sagen, die Republik über uns herfällt. Mit all den Argumenten, die Sie vorhin genannt haben und dass dann die anderen Parteien von einer Sekunde auf die andere sich daran erinnern werden, dass es doch eigentlich so harmonisch war und man so kurz vor einer Lösung war, das entspricht noch nicht den Fakten. Und das ist aber das, was einem natürlich dann durch den Kopf geht und was einem auch so ein mulmiges Gefühl bereitet. Und man denkt, Mensch, es kann jetzt wirklich sein, dass ein solcher Zorn über uns hereinbricht, dass die Partei auch Schaden nehmen kann. Nur umgekehrt ist der Schaden noch größer, wenn man etwas tut, wo man innerlich davon überzeugt ist, dass es falsch ist. Dann nimmt eine Organisation immer einen noch größeren Schaden. Es kostet sie nämlich ihre Glaubwürdigkeit. Und wir haben in den letzten Jahren sehr hart daran gearbeitet, den Menschen zu zeigen, dass die FDP hart an sich gearbeitet hat, insbesondere auch an ihrer Glaubwürdigkeit. Und deshalb haben wir gesagt, wir gehen dieses Risiko ein, weil die Glaubwürdigkeit das Wichtigste ist. Wir nähern uns, glaube ich, Ihrer Wohnung hier in Berlin. Das heißt, es geht jetzt dann bald ins Wochenende für Sie. Was steht denn an? Wir haben morgen Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen. Da wird der Nachfolger von Christian Lindner als Landesvorsitzender gewählt. Dann bin ich am Sonntag bei mir im Wahlkreis. Da gebe ich so eine kleine Party für meine Wahlkampfhelfer. Bei denen will ich mich nämlich persönlich bedanken. Das habe ich bislang wegen der ganzen Sondierung noch nicht geschafft. Und ich finde, das gehört sich auch so. Das mache ich auch wirklich gerne. Und das sind so die Dinge, die an diesem Wochenende anstehen. Das heißt für Marco Buschmann zwar keine Sondierung mehr, keine Jamaika-Verhandlungen, aber trotzdem wieder ein sehr arbeitsintensives Wochenende. Wir wissen jetzt, woran aus FDP-Sicht die Verhandlungen gescheitert sind, dass die FDP auf jeden Fall die SPD in der Pflicht sieht und wesentlich näher an der, also in der Konstellation einer GroKo als eben eine FDP in der Jamaika-Regierung. Und damit wünschen wir euch da draußen ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.